Herzlich willkommen zu einem Videotutorial von Elgin Xera. Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie zu einer Asylwerberin oder einem Asylwerber Notizen, Dokumente, Termine, Abwesenheiten oder weitere Informationen hinzufügen. Öffnen Sie dazu das Modul Asylwerberinnen und klicken Sie dann auf die Person, zu der Sie Notizen oder andere Dokumente hinzufügen wollen. Klicken Sie dann auf den Reiter Verlaufsdoku. Hier werden alle Notizen und weiteren relevanten Informationen zu dieser Person angezeigt. Um nach einem bestimmten Typ, zum Beispiel nur den Notizen, zu filtern, klicken Sie auf den Button Filter und wählen Sie entsprechend diesen Typ aus. Klicken Sie dann auf Filter und es werden nur Daten mit genau diesem Typ angezeigt. Um wieder alle Typen anzuzeigen, klicken Sie auf den Button Filter und auf Zurücksetzen. Sie können die Liste auch sortieren, indem Sie auf die entsprechende Überschrift klicken. Um eine neue Notiz oder ein Dokument anzulegen, klicken Sie auf den Button Notiz Dokument. Tragen Sie nun im Feld Titel den Titel ein. Geben Sie im unteren Bereich die Beschreibung ein. Standardmäßig wird diese Notiz mit dem aktuellen Datum angelegt. Passt jedoch ein anderes Datum zu dieser Notiz besser, weil sie zum Beispiel in der Vergangenheit liegt, klicken Sie auf das Datumsfeld und wählen Sie den entsprechenden Tag aus. Sie können jeder Notiz einen Typ zuweisen. Die Typen sind speziell für Sie konfiguriert. In unserem Fall haben wir hier die Typen Parteienverkehr, Verwarnung und Keiner. Parteienverkehr und Zentrale bzw. Verwarnung sind spezielle Notiztypen. Wenn Sie diese auswählen, wird entsprechend die Farbe in der Übersicht geändert. Wollen Sie dieser Notiz Dokumente beifügen, dann tun Sie dies entweder über die Drag-and-Drop-Funktion. Dazu werfen Sie die dazugehörige Datei einfach auf das Feld Drag-and-Drop oder über die Fotofunktion Ihres Computers. Bitte beachten Sie, dass die Fotofunktion nicht in allen Umgebungen und Browsern funktioniert. Sind Sie fertig mit dem Erstellen der Notiz, klicken Sie auf den grünen Haken. Um einen neuen Termin zu dieser Asylwerberin oder dem Asylwerber anzulegen, klicken Sie auf den Button Neuer Termin. Geben Sie zuerst den Titel ein. Geben Sie dann das Datum und die Uhrzeit, zu der der Termin beginnt, ein. Geben Sie dann das Enddatum ein und die Enduhrzeit. Kennen Sie den Ort, geben Sie den Ort ein. Wählen Sie nun aus Typ den Termintyp aus. Im aktuellen Fall gibt es nur die Vorladung als Termintyp. Diese Termintypen sind aber, genauso wie andere Informationen, speziell für Sie konfiguriert und können jederzeit angepasst werden. Haben Sie weitere Informationen, die Sie zu diesem Termin hinzufügen wollen, geben Sie diese in das Feld Info ein. Wollen Sie ein Dokument oder auch mehrere Dokumente hinzufügen, klicken Sie auf die Büroklammer und benutzen Sie die bekannte Upload-Funktion. Um den Termin zu speichern, klicken Sie auf den grünen Haken. Wenn eine Asylwerberin oder ein Asylwerber geplant abwesend ist, legen Sie dies mit einer neuen Abwesenheit an. Klicken Sie dazu auf den Button Neue Abwesenheit. Das Dialogmenü ist sehr ähnlich zu dem der Termine. Geben Sie zuerst den Titel der Abwesenheit an. Geben Sie nun den Zeitraum an. Geben Sie anschließend den Ort ein und wählen Sie den Typ aus. Standardisierte Typen sind angeordnete Reise, Haft, Krankenhausaufenthalt, unentschuldigte Abwesenheit und Urlaub. Bitte beachten Sie, dass diese Abwesenheitstypen eine direkte Auswirkung auf die Verrechnung haben. Welche Auswirkung ist entsprechend Ihren Vorgaben konfiguriert? Auch diesmal können Sie wieder eine Info ins Infofeld und Dokumente über die Büroklammer ergänzen. Um die Abwesenheit zu speichern, klicken Sie auf den grünen Haken. Sie können über diese Funktion auch noch weitere Dokumente generieren. Zum Beispiel einen Meldezettel, indem Sie auf den Button Meldezettel klicken. Eine weitere Möglichkeit, über die Verlaufsdoku zu konfigurieren, ist der Asylstatus. Wenn eine Asylwerberin oder ein Asylwerber einen neuen Asylstatus verliehen bekommt, klicken Sie auf den Button Status. Sie können nun den Status aus der Liste auswählen, das Datum der Verleihung und eine Information, zum Beispiel die Stelle, die diesen Status vergibt. Klicken Sie nun auf den grünen Haken, um den Status zu speichern. Neben diesen Funktionen zeigt die Verlaufsdokumentation auch viele andere Informationen an, die aus anderen Stellen generiert werden. Das sind zum Beispiel Informationen über ausgegebene Bewohnerkarten, über ausgegebene Informationen, welche Finanzleistungen die Asylwerberinnen und Asylwerber bekommen, oder auch über sonstige Dokumente. Die Verlaufsdoku ist im täglichen Arbeiten das wichtigste Instrument, um immer up-to-date zu bleiben, was mit der Asylwerberin oder dem Asylwerber passiert.